Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Patrick und ich möchte euch heute zeigen, wie ich einen Wanddurchbruch, einen Türdurchbruch optisch verschließe. Der hat keinerlei statische Anforderungen, sondern es geht lediglich darum, dass der zweite Eingang zur Küche verschlossen wird und tapeziert wird, so dass, dass die Wand nutzbar ist. Ich stelle eine Wandverkleidung aus CD- und UD-Profilen her. Das ist eine reine Sichtbeplankung, das heißt, ich arbeite hier beidseitig nur einlagig mit so wenig Material wie möglich, da das eventuell wieder zurückgebaut werden muss. Im Anschluss, sobald ich begonnen, die Tapete zu entfernen, bis zur Tapetennaht, dass dann später der Maler hier die Tapete anschließen kann und dass man davon so wenig wie möglich sieht, muss ich sowieso entfernen, da ich die Fuge hier verspachteln muss. Die Befestigung des Bodenprofils gibt es zwei Varianten. Meistens klebe ich es nur. Montagekleber, Silikon kann man alles verwenden. Dafür müsste ich es einen Tag vorher schon mal fixieren. Die andere Alternative ist, wenn es schnell gehen muss, anstatt zu bohren, mit diesem Kamerad hier. Die Nägel sind nur 20 mm lang. Treffen also keine Leitungen, die unterhalb des Estrichs verlaufen könnten. Das weiß ich ja nicht. Von daher dieser Kamerad hier. Damit kann ich das Profil befestigen und jederzeit den Nagel auch wieder entfernen. Ja, und das kleine Loch, was dann im Estrich ist, das überdeckt das Bodenmaterial dann wieder. Beginnen möchte ich mit dem Bodenprofil. Auf dem Bodenprofil ist nochmal Entkopplungsband drauf, um die Schallübertragung zu reduzieren. Jetzt lege ich mir das Profil hier auf den Boden und da ich einlagig die Wand beplanken möchte, versetze ich das Profil und die Gipsplattenstärke nach hinten und befestige dann das Profil. Und die andere Seite auch noch. Richtig schön der Übergang, dass man keinen. So passiert's. Und jetzt machen wir noch die andere Seite. Und wie ihr sehen könnt, ist das bombenfest. So, die Wandprofile kann ich nicht anschließen, da hier im Bereich die Steine nicht verputzt sind und die Nägel da nicht halten. Also, klassische Variante, bohren und dübeln. Ich verwende dafür hier 6x40er Schlagdübel mit Kragen. So, Profil in das Bodenprofil einstecken. Somit habe ich schon eine Führung. Den Versatz des Profils nach hinten festhalten und bohren. So, die eine Seite habe ich. Ich montiere mal in der Zwischenzeit die ganzen anderen Profile. Klassische Variante mit Hammer und Schraubenbrecher. So, nun kommen noch die Profile an den Türschlitz. Einführen. Andere Seite.
Die Randprofile sind montiert. Da die Spannweite hier zu groß wäre, füge ich überall noch ein CD-Profil rein. Das ist wunderbar, das passt in die UD-Profile rein. Kennt ihr das bestimmt schon aus dem Deckenbereich. Das kann man auch wunderbar für Wände verwenden. Ich messe mir noch die Mitte raus. Eine 90er Öffnung. Ich mache mir einen Strich auf den Boden. So, wie ihr sehen könnt, habe ich die andere Seite schon geplant. Und damit das Ganze stabiler wird, ja, die Profile sich nicht durchdrücken, machen wir jetzt noch eine Aussteifung dazu. Das machen wir einfach aus einem Gipsstreifen, den wir beidseitig verschrauben. Mit dem vorderen Profil verschraubt. Wie ihr sehen könnt, erreiche ich durch diese Aussteifung wesentlich mehr Stabilität in der gesamten Konstruktion. Hier sollte nun in dem Gefach ein Dämmstoff eingebracht werden, dass wir nicht so viel Hohlkörperschall haben. Hier wird es allerdings speziell nicht gewünscht, weil das eventuell wieder rauskommt. Von daher lassen wir das jetzt hier einfach weg. Können wir auch diese Seite planken. Die Platten habe ich bereits angepasst, weil der Putz doch etwas wenig ist. Ansetzen, am Boden etwas Luft lassen. Das kann man natürlich auch mit jedem Akkuschrauber machen. Ja? Das muss jetzt nicht so eine spezielle Maschine sein. So, die zweite Platte. Und fixiert. So, das ist das ganze Hexenwerk. Wie ihr seht, stabil. Muss jetzt noch verspachtelt werden, aber das kennt ihr ja schon. Das hatten wir ja schon in anderen Videos. Das ist eigentlich alles. Wie ihr seht, Tapete habe ich soweit schon entfernt. Somit kann ich jetzt hier wunderbar Gewebe einbetten und das anspachteln. So, nachdem meine Spachtelmasse jetzt lang genug gesumpft ist und ich sie angerührt habe, beginne ich jetzt mit dem Gewebe zu spachteln. Das Gewebe einbetten. Rüberziehen. So, wie ihr sehen könnt, ist der erste Gang verspachtelt, das Gewebe ist eingebettet. Den zweiten Gang, den können wir uns ersparen, das kennt ihr ja schon aus den anderen Videos. Somit ist das hier soweit abgeschlossen. Der Malertopf zieht jetzt noch drüber und streicht drüber. Dann sollte es nahezu nicht mehr sichtbar sein. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Vielleicht auch abonniert. Bis zum nächsten Video.